Sie alle erinnern sich bestimmt noch an die Zeiten, wo sie gespannt und fasziniert dem Märli zugelassen haben, wo ihre Eltern und auch Grosseltern erzählt haben. Heute erzählen sie wahrscheinlich genau diese Geschichten wieder an ihren Kindern weiter. So spielen die Märli auch heute noch eine wichtige Rolle. Die einen lassen die Kinder in eine wunderbare Fantasiewelt eintauchen und die anderen können mit überlieferten Unwahrheiten für Verunsicherung sorgen. Darum gehen wir heute ein paar verbreitete Mythen aus Sport und Ernährung, aber auch der Faszination von wundersamen Geschichten auf den Grund. Das ist Concordia TV zum Thema Märli. Yeah, sind ihr schon da? Habt ihr schon mal angekleidet? Märli und Geschichten können bei uns alle Emotionen auslösen, die es eigentlich gibt. Das kann sogar auch Ärger und Wut sein, aber auch Freude und Begeisterung. Ein weit verbreitetes Märli aus dem Sport ist das vom Kater in den Muskeln. Fälschlicherweise meint man, dass der Schmerz vom Muskelkater durch die Milchsäure entsteht, die in den Muskeln ist. Aber das ist falsch. Der Muskelkater ist die Folge vom Training, von der grossen Beanspruchung der Muskeln. Das ist, wenn wir lange nicht trainiert haben oder wenn wir ungewohnte Bewegungen machen, wenn wir uns ausgehen in einem Wettkampf, dann entsteht Muskelkater. Gehen wir noch etwas essen? Ja! Sehen wir nämlich mal, was für Märli rund ums Essen und Kochen gibt. Ist gut? Ja! Gut, also kommen wir! Das Märli, das wir eben Spinat und Pilz nicht zu zweimal erwärmen, das stammt noch aus der Vorkühlschrankszeit. Aber heute, wo wir die Kühlmöglichkeit haben, ist das absolut kein Problem. Wichtig ist, dass man die Reste schnell abkühlen, in den Kühlschrank aufbewahren und dann kann man die am anderen Tag ohne weiteres zweimal erhitzen, ohne dass es Magen-Darm-Problem gibt. So, jetzt ist langsam Zeit fürs Bett. Möchtet ihr noch ein gutes Nachtgeschichtchen hören? Ja! Also, Geschichten, die unsere Fantasie anregen, helfen uns bei der Erholung, wenn wir uns richtig in sie hineinversetzen, uns hineindenken in die Geschichte und dann hilft es beim Abschalten. Den Effekt einer Geschichte können wir verstärken, wenn wir beispielsweise ein Ritual machen, wie zum Beispiel in der Weihnachtszeit, wenn Mami, Papi und Kinder gemeinsam eine Geschichte lesen. Sonne scheint draußen. Guten Morgen. Ist gut geschlafen? Ist gut? Ja. Du auch? Du auch langsam aufstehen? Ja. Sonne scheint. Gehen wir ein bisschen raus? Au! Oh, Muskelkater. Aua. Weißt du, da kommt man rüber, wenn man sich zu viel tut, bewegen und auch ein bisschen ungewohnt. Aber das ist nichts Schlimmes. Das geht wieder vorbei. Gell? Der Muskelkater ist eigentlich kleine Verletzungen in den Muskelfasern. Durch das wird der Muskel hart und steif. Und das verursacht nachher den Schmerz, der uns bekannt ist als Muskelkater. Gegen den Muskelkater hilft uns Schonung. Auf der einen Seite lockere Bewegung, aber auch Wärme. Und nach ein paar Tagen geht der Schmerz häufig von allein weg. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt wissen Sie also, welche Märli Sie weiterverzählen sollten und welche Sie besser vergessen. Wenn Sie mehr möchten wissen zum Thema, informiert Sie Concordia auf concordia.ch, im Kundenmagazin Care und auch im eCare. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine märlihafte Zeit und sage danke vielmals und bis zum nächsten Mal bei Concordia TV.